Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag 22. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist Endspurt angesagt. Es sind nur noch 3 Päckchen da und dann ist Vlogmas auch schon vorbei. Richtig traurig. Ich habe mich richtig schön daran gewöhnt und es macht mir so viel Spaß. Aber naja, es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Nächstes Jahr wird es wieder stattfinden. Also das steht auf jeden Fall fest. Und ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht bisher wie mir. Genau, wir packen die Adventskalender aus, denn ich bin heute spät dran. Ich habe irgendwie wirklich tief und fest geschlafen heute und war nicht in der Lage aufzustehen. Ich weiß, es wiederholt sich in letzter Zeit ziemlich, aber ich bin auch wirklich fertig. Halt auch durch das Ganze drumherum, von daher ist das auch völlig in Ordnung. Und normalerweise, beziehungsweise ich habe noch nie vergessen, mir einen Wecker zu stellen. Niemals. Und heute Nacht bin ich plötzlich wach geworden und habe mir so, Wecker. Und ich habe mir echt keinen Wecker gestellt. Ich bin gestern einfach so umgekippt eingeschlafen und ja, keine Ahnung. Aber ich habe ihn auch mitten in der Nacht gestellt. Nüte deren. Das ist ein dunkles Rot, das aber so ein bisschen hier ins Helle übergeht. Mit, ja, so schwarz-blauen Sprinkles. Und dann so ein Türkisblau. Hat ein bisschen was von... Hatten wir schon Captain America? Ich glaube ja. Doch, Captain America hatten wir schon. Superman hatten wir auch schon. Aber jetzt wird es schwierig. Gucken wir mal. So, das ist der. Dann gucken wir mal, was der Kiesgarn rumkommt. Oh, schön. Pflaumenkompott. Ja. Das ist ein Pflaumenkompott. Das ist nämlich wirklich so ein dunkelroter Ton, der ein bisschen ins Bräunliche übergeht. Also wie halt ein Pflaumenkompott. Sehr hübsch. Ich glaube, das erkennt man noch ziemlich gut von der Farbe her. So, das sind die 2 Stränge. Dann kommen wir zum Tee. Übrigens, die gestrige Variante mit Kurkuma, Chai und so war überhaupt nicht meins. Es roch gar nicht mal schlecht, also eigentlich auch ziemlich vielversprechend. Und bis auf Kurkuma war das halt wirklich eine gute Mische, aber in der Kombi kam auch nicht so gut rüber. So, 22 Fluffy Clouds, also fluffige Wolken. Und es ist Räubusch-Tee mit Kamille, Zimt, Vanille, Zimt und Aloe Vera Geschmack. Das könnte absolut meins sein. Bin ich sehr gespannt drauf. So, dann Yogurt-Tee. Da haben wir 22. Der süße Träumetee. Das ist auch einer von diesen ätherischen Ölen. Also der Tee mit ätherischen Ölen. Und der war schon sehr extrem, aber mein Verlobter liebt den abgöttisch. Von daher passt das. Live to share. Also lebe, um zu teilen. Wäre die Übersetzung. So, auch hier lichtet sich alles. Genau, ansonsten ist heute Freitag. Ich überlege schon die ganze Zeit, wann wir einkaufen gehen. Ich habe ja gestern schon erzählt, dass wir hier bleiben über die Feiertage. Dadurch, ja, dass das jetzt alles sehr spontan ist, werden wir Heiligabend alleine verbringen. Also zu zweit, beziehungsweise zu dritt mit Cleo. Dann die anderen Feiertage werden wir dann mit Familie und Freunden und so verbringen. Aber Heiligabend sind wir zu zweit. Und wir werden auf jeden Fall richtig lecker kochen. Ich weiß noch nicht ganz genau was. Ich habe schon so grob geplant. Wir wollen auf jeden Fall das halt eher so menümäßig machen, ne? Weil man das sonst eigentlich so nicht macht. Deswegen wird es auf jeden Fall eine Suppe geben. Es wird ein Hauptgericht geben. Im Idealfall wird das Hauptgericht ungefähr so wie letztes Jahr, weil es richtig lecker war. Also mein Verlobter hat so eine tolle Bratensoße in vegan hingekriegt. Die war einfach himmlisch. Die hätte ich gerne nochmal. Und für den Nachtisch bin ich dann auch wieder zuständig. Also ich bin praktisch für Vorspeise und für Nachtisch zuständig. Nachtisch habe ich letztes Jahr einfach so Joghurt mit Keks und Himbeeren angemacht. Mega lecker. Aber wir dachten, dieses Jahr machen wir vielleicht ein bisschen was Komplexeres.
Und da habe ich schon so einen anderen Lebkuchen-Nachtisch rausgesucht. Ich gucke mal, ob ich den mache oder vielleicht doch zu dem vom letzten Jahr neige. Das überlege ich mir noch. Suppentechnisch habe ich. Letztes Jahr haben wir eine Tomatencremesuppe gemacht. Ich habe jetzt nochmal überlegt, was noch so für Cremesuppen geben könnte, die so ein bisschen festlicher sind. Ich habe eine Kartoffelsuppe rausgesucht, eine Paprikacremesuppe und eine Zwiebelcremesuppe. Ich bin nur nicht so der Zwiebelmensch. Also ich mische zwar schon Zwiebel überall unter, weil das einfach mehr Geschmack gibt, aber so reine Zwiebel ist für mich meistens ein bisschen too much. Und deswegen tendiere ich aktuell so ein bisschen eher zu der Kartoffelsuppe. Das werde ich aber noch entscheiden. Ich denke mal, wir werden morgen früh zusammen einkaufen gehen und dann nimmt das alles so seinen Lauf. Genau. Wir hätten früher einkaufen sollen, damit wir nicht in dieses Chaos geraten, aber hätte niemand rechnen können. Wahrscheinlich werden wir zwischen den Feiertagen runterfahren. Dann sollte es klappen, aber. Ich habe euch gestern gesagt, ich gehe einfach so mit dem Flow. Ich kann es nicht mehr beeinflussen. Ich werde mich auch nicht mehr ärgern, nicht mehr stressen. Ich kann es eh nicht ändern. So. Und deswegen lerne ich jetzt einfach loszulassen und einfach mit dem Flow zu gehen. So ist der Plan. So, mein Chaos hier muss ich auch vielleicht demnächst nochmal aufräumen. Ich werde auch ja, zwischen den Feiertagen mit Sicherheit noch ein bisschen mehr packen. Das Problem ist, wir wollen halt so ein bisschen mehr wieder leer räumen und dann halt wieder Kartons. Sonst können wir halt gar nicht mehr irgendwie durchgehen und existieren. Aber auch das wird irgendwie nach und nach. Genau, jetzt habe ich gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? 10 Minuten habe ich noch mal zum Stricken. Da wende ich mich nochmal meinem Sophie-Shawl hier zu. Das ist echt ein super Projekt für morgens, wenn man noch nicht richtig wach ist. Und ich muss mir auf jeden Fall beim Bäcker heute was holen. Wir haben so einen halblangen Tag. Der Freitag ist immer, habe ich euch ja mehrfach schon gesagt, der schlimmste Tag bei uns in der Woche. Und deswegen wird auf jeden Fall noch mal viel zu tun sein. Gestern war es ziemlich entspannt. Ich war ein bisschen schockiert. Also letztes Jahr war das völlig anders. Also ich weiß nicht, was los ist, aber ja, vielleicht wird es ja heute auch ganz entspannt. Wir gucken einfach mal. Und wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Ich weiß noch nicht, was wir machen, außer Baum schmücken, vielleicht schon Kekse backen. Das entscheide ich aber alles spontan. Guten Abend, ihr Lieben. Ich habe nach der Arbeit noch ein kleines Nickerchen eingelegt. Das brauchte ich unbedingt. Ich merke, dass so diese Erkältung, die ich jetzt hatte, noch so ein bisschen an mir zehrt, aber. So langsam geht es wirklich bergauf. Und ja, jetzt sitze ich hier in meinen Schillerklamotten auf der Couch und wende mich meinem Poppy-Sweater zu. An dem möchte ich nämlich jetzt noch fleißig weiter stricken, damit er so schnell wie möglich wächst, damit ich ihn auch bald anziehen kann. Ich glaube, mir fehlen noch 10 cm oder so und dementsprechend gebe ich jetzt einfach Vollgas. Sind ja nur rechte Maschen, von daher ist da nicht viel, wo man sich großartig konzentrieren müsste. Und parallel schaue ich, Liebe braucht keine Ferien. Ich liebe diesen Film abgöttisch. Eine von euch hat mir auch beschrieben, dass es ihre Tradition ist. Für mich ist das so eine Dauertradition. Ich finde diesen Film einfach klasse. Den gucke ich ziemlich häufig und vor allem halt um Weihnachten herum, weil der einfach schön ist. Der ist einfach schön. Genau. Und deswegen gucke ich jetzt den Film, hole gleich meinen kalten Kakao aus dem Kühlschrank. Ich habe mir wieder den von Koa wach gemacht mit Zimtschneckengeschmack. Richtig lecker. Und ja, mache mich jetzt an den Hobby-Sweater. Ich bin richtig gut vorangekommen und habe den Korpus jetzt fertig. Richtig schön. Jetzt geht es damit weiter, dass man die Ärmel strickt und ja, die tackert man dann hier dran und macht dann weiter. Das lege ich jetzt aber erstmal zur Seite, denn ich habe noch eine andere Sache, die ich heute auf jeden Fall erledigen muss, machen muss. Cleo, wenn du mit drauf sein willst, dann musst du das ein bisschen eleganter machen. Ja, jetzt sieht man gleich nur noch ihren Swanneck hier. Ja, sehr schön, Cleo. Jetzt hat sie ihre Hinterpfote auf der Couch. Was zur Hölle planst du? Cleo, willst du zu Mami kommen? Du hast aber wie verrückt. Oh! Sie war ein bisschen absturzgefährdet. Das müsst ihr euch angucken, das ist einfach zu süß. Eine Sekunde. Bist du der süßeste Hund auf der ganzen Welt?
Ja, Cleo? Bist du das? Sie kann es kaum fassen. Du bist viel zu hübsch. Was sagst du? Ja, sagt dafür, ist sie ein bisschen verrückt. Muss sich ja irgendwie ausgleichen, dass man so hübsch ist, ne? So, darf ich jetzt von meinen Plänen erzählen? Darf ich? Okay, dann mache ich jetzt weiter. Kommen wir zu der Sache, die noch auf meiner To-Do-Liste steht. Denn bei Edna startet ab dem 1.1. eine super tolle Aktion und ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ich mitmache, ob ich nicht mitmache, ob es mich überfordert, ob ich es technisch überhaupt hinkriege und, und. Aber als ich dann das Projekt gesehen habe in vollendeter Form, dachte ich mir, ja, das will ich machen. Und vor allem finde ich, beim Stricken und auch beim Häkeln sollte man sich ja so ein bisschen weiterentwickeln und jedes Mal irgendwie so eine kleine Challenge haben, damit man irgendwie weiterkommt, was Neues entdeckt, was Neues macht, was Neues probiert. Weil ich finde, man lernt bei diesem Hobby nie aus und ich finde das richtig, richtig klasse. Bei diesem Projekt geht es ums Häkeln und ihr wisst, ich kann gar nicht häkeln. Das Einzige, was ich häkle, ist meine Decke. Das war es dann auch schon. Aber ich habe euch schon häufiger gesagt, dass ich meine Fähigkeiten da noch ein bisschen ausbauen möchte, mehr lernen möchte, mehr wagen möchte, weil es gibt so viele coole Häkelprojekte. Ich finde solche Projekte super schön. Also es liegt absolut nicht daran, dass ich gehäkelte Sachen nicht schön finde. Im Gegenteil, die sind super schön. Aber irgendwie fehlt mir manchmal dieses Grundverständnis dafür. Und ich weiß nicht, die Feinmotorik. Ich weiß nicht, warum ich sie beim Stricken habe, beim Häkeln habe ich sie einfach nicht. Naja. Auf jeden Fall, bei diesem Projekt geht es um eine Temperaturdecke, beziehungsweise es geht nicht darum, es wird eine Temperaturdecke. Das bedeutet, jeden Tag wird ein Hexagon gehäkelt mit der niedrigsten Temperatur in diesem Hexagon, dann die mittlere Temperatur und die höchste Temperatur an diesem Tag. Und da wird ein Hexagon am Ende an das andere gehäkelt und dann habt ihr am Ende des Jahres eine wunderschöne Decke mit total vielen... Verurteilt mich nicht, ich habe keine Ahnung, was der Plural von Hexagon ist. Hexagone? Hexagons? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wollen wir jetzt auch nicht weiter vertiefen, das Thema. Auf jeden Fall finde ich, dass es eine super coole Idee ist. Theoretisch dauert es ja auch nicht lange am Tag, also zeittechnisch mache ich mir da überhaupt gar keine Gedanken. Ich frage mich nur, ob ich es überhaupt hinkriege, so einen Hexagon zu häkeln. Aber ich dachte mir, ich riskiere es, ich probiere es. Und schaue einfach, wie es läuft. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich. Und wie gesagt, manchmal muss man sich so ein bisschen treten. Und ich brauche manchmal so eine Challenge, um einfach was Neues auszuprobieren. Das brauche ich persönlich. Jeder tickt da ja komplett anders. Ich persönlich brauche es einfach. Das ist für mich auch immer so, wenn ich wieder zum Beispiel in meine Laufroutine reinkomme, melde ich mich meistens für irgendeinen offiziellen Lauf an, damit ich so ein bisschen gezwungen bin, das zu machen, weil ich es im Nachhinein immer genieße. Aber ich brauche immer so ein Endziel. Und wie gesagt, und diese Temperaturdecke ist wunderschön und ich dachte mir, weil ja das nächste Jahr wunderschön werden soll, das ist mein großer Plan, kann ich das ja auch mit was Schönem verbinden. Und das ist praktisch wie so ein Tagebuch über das ganze Jahr. Und das Coole ist, für die Faulen unter uns gibt es vorgefertigte Garnpakete. Ihr könnt die Farben trotzdem anpassen, das heißt, auch wenn ihr ein Garnpaket aussucht, könnt ihr trotzdem die einzelnen Farben anpassen, wie ihr wollt. Aber so habt ihr wenigstens schon mal ein gewisses Farbschema vor Augen. Der eigentliche Plan ist, diese Häkeldecke aus dem Garn Tilda von Svarta Faret zu machen, wenn man das so ausspricht. Es gibt aber auch Garnalternativen. Also einmal das Freya-Garn, damit kann man das noch machen. Oder das, ich glaube, Cecilia heißt das. Genau, oder aus dem Cecilia-Garn, das könnt ihr euch im Endeffekt aussuchen, wie ihr wollt und austoben. Oder ihr stellt es einfach selber bunt zusammen oder wie ihr wollt. Die Anleitung dazu gibt es kostenlos und im Endeffekt ist es ja auch jeden Tag das Gleiche. Also ich glaube, wenn man einmal da durchgestiegen ist, dann ist man safe. Dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und ich habe gerade schon hin und her überlegt, welche Kombination ich haben möchte. Und ich glaube, ich zeige es euch gleich, welche Kombination mir am meisten zugesagt hat, das ist diese Kombination. Es gibt auch eine pastelligere Kombination, aber ich dachte mir, es ist schön, etwas mehr Kontrast zu haben und ich fand diese Kombi wirklich hübsch. Das Einzige, was ich überlegt habe, ist, dass ich die Verbindung zwischen all den Hexagonen, ich habe es nachgeguckt, es heißt Hexagone,
So. Dass ich die Verbindung zwischen all den Hexagonen nicht in einem Weißton mache, sondern in einem Dunkelgrau. Das bedeutet, im Endeffekt muss ich für das Dunkelgrau, was so für die Farben eingeplant ist, eine Alternative finden. Aber ich glaube, ich nehme da einfach ein helles Grau. Und wie gesagt, für die Verbindung der Hexagone nehme ich ein dunkles Grau. Das habe ich mir jetzt so überlegt und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Genau. Und ihr müsst nur darauf achten, je nachdem, welches Garnpaket ihr nehmt, sind es ja verschiedene Garne. Das heißt, ihr müsst eine andere Häkelnadelstärke nehmen. Das ist das Einzige, ansonsten seid ihr da safe. Ich freue mich auf das Projekt, ich finde das mega cool. Und wie gesagt, ich freue mich auch darauf, dass ich mich mal selber trete und so ein bisschen mehr in die Häkelwelt reinwage, weil es gibt so coole Sachen. Ich will irgendwann mal es auch schaffen, so Püppchen zu häkeln und alles. Genau, Cleo möchte gerne auch eine Decke haben, ne, und vielleicht einen Kuschelfreund. Cleo. Jetzt macht sie wieder einen Katzenbuckel. Und jetzt eine Bonsai-Rolle, macht sie immer so eine Rolle. Ja. Das war nicht sehr elegant. Cleo, das kannst du schöner. Das geht schöner. Ernsthaft. Das hast du schon mal schön eingekriegt. So, okay. Jetzt höre ich mal auf, hier mit dem Hund zu reden. Gebe ihr ein bisschen Liebe. Die braucht sie nämlich anscheinend gerade. Und mache mich mal meine Garnbestellung. Ich habe jetzt ein letztes Mal nochmal hin und her überlegt, welche Farbpalette ich am Ende wirklich haben möchte. Ob es jetzt die pastellige wird oder diese etwas intensivere. Und ich habe mich für diese etwas intensivere entschieden, weil die auch viel besser zu den Kissen passen wird, die ich am Ende von Linka Neumann stricken werde. Ich werde es nur wirklich so machen, dass ich diese weiße Farbe gegen ein helleres Grau ersetzen werde. Es ist nicht super hell, aber heller als dieser dunkelgraue Ton. Und den dunkelgrauen werde ich nochmal durch einen Blauton ersetzen, damit er hier praktisch noch ein bisschen zwischenpasst. Das ist so der Plan. Ich gehe nochmal in mich, aber ich glaube, das wird wirklich der endgültige Plan sein. Und dann bestelle ich gleich das Garn und freue mich da so sehr drauf. Ich bin ready. Bist du ready? Immer. Wir sind bereit für das Ratespiel. Gleich werde ich nämlich den Baum schmücken. Aber erstmal müssen wir das hier über die Bühne bringen. Zur Erinnerung, so sieht der Strang aus. Ich habe irgendwie kein Gefühl dabei. Tja. Ist es Marvel? Oh, wozu gehört das nochmal? Ja. Ja. Gehört es Marvel? Ja, so wie ich es gesagt habe. Okay. Du verwirrst mich. Manchmal bin ich mir total sicher von irgendwas und dann sagst du, sicher? Und dann zweifle ich einfach an alle. Weil du dir nicht sicher bist. Doch. Na. Okay, ist es ein Mann? Nein. Ist es eine Frau? Ja. Von Marvel? Mhm. Gehört sie zu den Avengers? Nein. Gehört sie zu den Guardians of the Galaxy? Nein. Hat sie einen Film? Einen eigenen Film, wo sie der Hauptcharakter ist? Ja. Nein. Nein? Nein. Ich hätte jetzt gesagt Miss Marvel. Nein. Nee, die heißt nicht Miss Marvel, die Serie heißt Miss Marvel. Captain Marvel. Kann auch sein. Captain Marvel? Nein. Sie hat keine Serie? Nein. Kein Film? Kein Film, nur Film. Hat sie eine Serie? Nein. Ist sie ein Nebencharakter? Ja. Das macht's kompliziert. Ist ein Mann der Hauptcharakter in dem Film? Was ist das für eine Frage? Ja. Es ist ja immer ein Protagonist. Es gibt mehrere Filme, also ja, ja. Hä? Du verwirrst mich. Ich stelle dir eine Frage, ich will eine konkrete Antwort darauf haben. Ja. Also Mann ist der Protagonist in dem Film. Ja. Und ist eine Frau. Ja. Ist sie ein Mensch? Ja. Aber schon eine Superheldin. Die ist auf jeden Fall super. Ist sie eine Superheldin? Sie wechselt die Seiten. Manchmal. Okay, aber sie hat Kräfte. Darum geht's. Ja. Okay. Ist es Wanda? Nein. Ja, Wanda wird ja am Ende richtig böse. Es ist nicht. Nicht Wanda. Das ist übrigens die dritte Frau in Folge. Stimmt. Kenne ich die Frau? Ja. Kenne ich den Film? Ja.
Mag ich den Film? Nicht wirklich. Nicht so besonders. Spielt sie Captain America mit? Nein. Spielt sie in Black Widow mit? Nein. Ich glaube, den Rest mag ich aber. Nein. Ich glaube, dir ist nicht bewusst, dass das von Marvel ist. Ah, schon wieder so ein Nebending. Nicht unbedingt ein Nebending, ist ein eigenes Hauptding auch. Ist eine ganz andere Richtung. Gehört sie zu den X-Men? Ja. Verdammt! Oh. Scheiße. Habe ich nicht gesagt. Dann ist es einfach, oder? Nein! Immer noch nicht? Nein! Nein! Vor allem, ich habe auch nicht mal mehr diese Gesichter vor Augen, weil ich habe halt so ein selektives Ich habe extra mit dir geschaut. Ja. Mein Aufnahmevermögen ist aber selektierend halt. Das ist sehr einfach. Waren da Frauen? Ich weiß, dass da das Mädchen war, das die Kräfte entzogen hat. Ja, es waren aber auch mehrere Frauen da mit Fähigkeiten. Und der Klops-Typ? War mit einer Frau zusammen, oder? Was für Klops? Mein Cyclops, ja, der war mit einer Frau zusammen. Ist das seine Frau? Gab es da noch eine Frau? Ja. Geh mal kurz durch, was ich dir schon gesagt habe. Dass sie Nebendarstellerin ist. Weiter. Dass sie Kräfte hat und mal gut, mal böse ist. Richtig. Sie wechselt die Seiten. Aber böse war doch nur der alte Kumpel da von denen. Und da gab es keine Frau auf der bösen Seite? Das weiß ich nicht. Oh je, Schatz. Ich habe diesen Film zweimal geguckt. Und zwar noch nicht so lange her. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Hat sie irgendwie Laseraugen oder so? Nein, nein. Sie hat eine eigentlich ganz coole Fähigkeit, die hätte ich manchmal auch gerne. Kann sie Sachen in die Luft jagen? Nein. Kann sie fliegen? Nein. War da nicht so eine glitschige, die die Form annehmen konnte? Das war keine glitschige, aber es war eine, die die Form wandeln konnte. Die konnte, Das ist sie aber nicht. Doch. Ja? Ja. Mystique heißt sie. Mystique. Wäre ich nicht drauf gekommen. Sah die so auch im Film war, aus? Ja, die war auch blau, nur... Du hast halt nicht hingeschaut, wahrscheinlich in den wichtigen Momenten. Doch, aber... Ich wüsste auch nicht mehr, was sie für Formen angenommen hat. Die war dieser Präsident und weiß ich nicht was. Ja, ja. So sieht sie auf dem Bild aus und es passt super. Das war eine schlechte Leistung, muss ich dir sagen. Aber da hast du ja, was die Filme angeht, Defizite. Ja, ich weiß. Aber ich mag es. Es lohnt sich, die werden ein bisschen besser. Das glaube ich nicht. Doch. Das sagen viele, aber... Ich weiß ja nicht. Aber farblich passt es. Ja, ich finde die Farbe auch sehr schön. Ja. Ich habe auch Socken davon. In der Farbkombo ungefähr. Nein. Doch, diese blau-roten. Nein. Die hatte ich zum BVB-Spiel an. Nein. Soll ich sie mal holen? Kannst sie gerne holen, die sind voller Hunde Haare. Nein. Das war ein Garn von Opal. Nee, die sind orange-türkis. Das ist nicht orange. Wetten? Ich habe eh recht. Okay. Ist so. Habe ich euch schon mal gezeigt vor langer, langer Zeit, aber nein. Die sind nicht so. Okay. Nee. So. Der Strang. Und jetzt werde ich den Baum schmücken. So ist es. Ja. Und abgesehen davon chillen wir heute auf der Couch. Machen nicht mehr großartig was. Wir müssen morgen einkaufen. Durch das ganze Theater mit der Wohnung sind wir jetzt maximal spät dran bei allem. Und wir kriegen jetzt schon so ein bisschen Stress, wenn wir morgen an die Situation beim Einkaufen denken. Aber da müssen wir durch, weil wir gar nichts hier haben. Wir haben extra alles leer gefegt, damit wir halt ohne Probleme wegfahren können. Hier nichts schimmelt. Aber ja, jetzt müssen wir halt frisch einkaufen gehen. Das wird anstrengend, aber auch das werden wir irgendwie überstehen. Und ich möchte morgen Kekse backen. Ich weiß auch noch nicht, welche Kekse. Ich habe so coole makrobiotische Kekse rausgesucht, die ich gerne machen möchte. Und ansonsten mache ich, glaube ich, irgendwas Klassisches wie Haferkekse, vielleicht irgendwelche Cookies oder so. Ich guck mal. Und jetzt schmücken wir aber zuallererst den Baum.
a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Der Baum ist fertig geschmückt, die Lichterkette läuft nur nicht, weil ich keine Batterien mehr habe, beziehungsweise die irgendwo in den Kartons verpackt sind und wir deshalb morgen einfach neu besorgen müssen. Dann habe ich hier noch an meinem zweiten Julwanden weiter gestrickt und so sieht der mittlerweile aus. Ich habe den letzten Zopf fertig gemacht und noch zwei Reihen von dem Colorwork und es sieht richtig toll aus. Jetzt beim zweiten Mal läuft das sogar viel lockerer als beim ersten Mal, also wirklich eine tolle Anleitung, die ihr mal eben so auch als Anfänger locker runterstricken könnt. Und wir werden jetzt ins Bett gehen, denn es ist super spät. Wir haben unseren Film zu Ende geguckt und deshalb verabschiede ich mich heute von euch und wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.